Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu dem einzig wahren Spiel der Spiele, der Spielhaftigkeit. Keine Ahnung. Minecraft. Und wir sind natürlich wieder im Livestream. Sind ein paar Leute da, deswegen hallo an euch nochmal. Wir haben ja schon ein bisschen gequatscht und ein bisschen versucht, was mit Shadern einzustellen. Stellt sich übrigens heraus, und ich wollte das mal hier in unserem kurzen Anfangs-Techie-Talk mal ein bisschen labern, das hier, dass das nicht mehr unsichtbar ist, also durchsichtig. Das ist kein Problem von Optifine, das ist tatsächlich ein Problem von der neuen Minecraft-Version. Mal gucken, wann wir das fixen können, aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Genauso, dass man hier beim Fenster diese Verbindung sieht, das hatten wir ja sonst auch nicht. Egal, Mr. Wofi ist am Start, wir sind am Start, die Bumsebienchen sind auch am Start und ihr seid hoffentlich auf YouTube auch am Start. Wenn ja, dann lasst mich gerne wissen mit einem Däumchen nach oben, denn es sind so wenige geworden, dass ich mir schon fast denke, ihr habt vielleicht keinen Bock mehr. Das soll uns jetzt aber erstmal nicht stören. Wir gehen mal an unsere große, kleine, schöne, feine Baustelle. Oh Gottes Willen. Ja, was will uns der Künstler damit sagen? Oh shit. Ja, also es ist ja interessant. Das ist ja wirklich interessant. Schauen wir mal. Ich glaube, wir haben Fichte genutzt. Ob wir einfach, lass mal was essen. Es fehlt an Zaun. Ja. Definitiv fehlt es an Zaun. Ich glaube, wir machen das einfach so. Ich habe eine skandalös interessante Idee gehabt. Hier bin ich immer noch am Überlegen, wir können hier nicht so eine Ecke einfach so reinknallen, ne? Haben wir noch ein paar Stufen? So, lass mich mal kurz was versuchen. Wenn ich das so hab und das so hab und die dahin macht, dann ist die so. Wenn ich das hier weghau, dreht sich's. Fuck! Das ist natürlich fickhaftig. Egal. Ich hatte überlegt, vielleicht können wir ja Teppich nehmen und damit hier diesen Hohlraum ausfüllen, dass es wie eine Plane ist quasi. Das setzen wir hier zu. Das können wir ruhig so machen. Und dann müssen wir an den Innenausbau schon uns ein bisschen... Gottes Willen, Alter, das ist kein Inventar, das ist eine Krankheit. Ganz wichtig, dass wir einen Pfeil bei haben. Ich wüsste gar nicht, was wir ohne diesen einen Pfeil jetzt machen sollten. Fichtenholztreppen haben wir. Können wir ja umwandeln. Wir haben uns das ja so zurecht gescheatet. So, das bedeutet, wir können 6 Teile bauen. Aber wir haben wir nicht noch... Ja klar, wir haben noch Stamm. Wisst ihr was? Wir bauen uns eine kleine Truhe. Kleine Trüchen, das wird nicht schaden. So, Schwarzeil, das brauchen wir nicht. Hm, wer weiß. Zauntor, Knochenmehl. Der Pfeil, unbedingt der Pfeil weg. Schwarzeichen, Falltür. Nee. Oder? Weiß ich noch nicht. Mal gucken. So, dann haben wir nämlich ein bisschen Platz im Inventar. Ja. Du musst... Was? Du musst du anders setzen. Du musst du anders setzen? Erkläre dich. Die Stufen. Inwiefern denn?
wenn du weißt, was, also wenn du was weißt, was ich nicht weiß, was natürlich, also, sei mal ehrlich, dann erklär dich ruhig. Die eine normal und die andere mit dem Rücken dagegen. Ja, aber selbst dann geht die ja so. Ich will aber eine einzelne so setzen. Also eine einzelne, die über Eck geht. Weißt du, was ich meine? Und das geht leider nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Oder geht das? Ah, habe ich Arschkarte, ja. Ja, das habe ich mir gedacht. Soweit war ich dann auch schon. Vielen Dank für den Hinweis. Toll, dass du Teil dieser Community bist. Ja, nee, ist natürlich kacke. Aber wir werden es irgendwie überleben. Hier brauchen wir noch Stein. Außerdem brauchen wir noch Fichtenteile. Davon brauchen wir, glaube ich, auch welche. Ja, es ist ein Survival-LP. Also wir survivalen hier. Nur darum geht's, ne? Also, wenn hier irgendeiner sagt, dann können wir aber auch sagen. Also, da kenne ich nichts. Da sage ich dann auch meinen Teil dazu. So. Haben wir das? Genau. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Also hier kommt eine Tür rein, hier kommt ein kleines Bett rein. Und so weiter und so fort, dass wir da eine kleine Übernachtungsmöglichkeit haben. Darum ging es uns ja. Zum Glück nicht die präsenteste? Die präsenteste. Bestimmt ist es richtig, aber mein Hirn kann das gerade nicht eruieren. Ja, also ich kann natürlich auch so Intellektigkeits-Speak, Alter. Ja. Und so. Steak. Das lassen wir noch drin. Das essen wir erst, wenn es grün ist. Na, Wuffi? So, wir müssen aber Penetranteste? Weiß ich auch nicht, ob das penetrierendste Ecke. Also Ecken penetrieren immer. Vor allen Dingen, wenn du morgens mit einem kleinen Zeh gegenknallst. So, wir könnten hier jetzt so Frames dann aufhängen, wenn wir das denn wollten. Ich find's scheiße, dass, obwohl das hier auch Bruchstein ist, dass das irgendwie nicht so aussieht wie der andere Bruchstein. Ist da was? Wir holen jetzt mal ein bisschen Wolle und dann machen wir uns ein bisschen Teppich aus der Wolle und dann hängen wir das mal da oben ran und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Also Haus bauen und so, sowas geht ja noch.
Aber wenn ich dann sowas bauen soll, habe ich das Gefühl, mein Hirn versagt komplett. Apropos komplett versagen. Wurde sicher gewünscht, dass wir das hier mal gangbar machen. Deswegen können wir das natürlich mal in Angriff nehmen. Muss jetzt nicht perfekt sein. Aber schon irgendwie perfekt, ne? Wisst ihr Bescheid? So, dann gehen wir mal in unsere Broken Höhle, holen uns die weiße Wolle und craften uns da draußen mal irgendwie einen Teppich. Ich glaube, das ist mehr als genug. Aber wir haben ja schon endlich Teppichgeber, deswegen können wir da schon mal ein bisschen schluderig, verschwenderig sein. Zum Glück bist du sehr zielstrebig und lässt dich so leicht nicht ablenken. Das stimmt. Nee, wir müssen dann auf jeden... Habt ihr schon die Blume gesehen? Müssen dann auf jeden Fall das Ding bauen, was wir bauen wollten. Fischerhütte. Die ist super wie eine Fische. Also wenn wir fertig damit sind, möchte ich aber bitte im Chat lesen, dass ihr sagt, also... Mensch, das ist aber eine Fischerhütte. Jetzt lass mal überlegen. Vielleicht wirklich noch so machen. So, jetzt springen wir da mal aufs Dach. Ich habe wie immer absolut keinen Plan, wie das zum Schluss aussieht. Und momentan nicht mal, ob das überhaupt funktioniert. Okay, das geht nicht. Aber ging das nicht mal, dass die Teile dann einfach da liegen bleiben? Wie funktionierte das? Oder ging das nicht mehr? Leute, ging das nicht mehr? Müssen wir da solide Blöcke hinklatschen? Das ist natürlich scheiße. Ich kenne das von... Aber das ist ja Ewigkeiten her, als ich gesehen habe, wo die ganzen... Also sind ja neue... Also für mich sind neue Inhalte drin. Ja, und ich rede jetzt nicht von den Bienen, sondern von dem ganzen anderen Scheiß, der neu da drin ist. Und dann gestern halt geguckt, warum ein paar Blöcke bei uns transparent sind. Und dabei... Super. Und dabei habe ich gesehen, welche neuen Inhalte denn wann dazu kamen. Und war sehr verblüfft, muss ich ehrlich sagen. Denn die meisten Sachen, die für mich jetzt komplett neu sind, die sind schon seit Ewigkeiten da drin. Ja, scheiße. Das heißt, wir können nicht einfach hier so einen Teppich spannen. Das ist ja doof, Alter. Das hätte ich ja total cool gefunden, wenn man das hier so zwischenspannen kann. Aber jetzt mit soliden Wolleblocks finde ich auch nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Aber so ein Scheiß geht noch, weißt du? Ich meine, da müssten wir...
quasi das ganze Dach so abstützen. Dann könnten wir es da drüber machen. Wir können ja mal gucken, wie das aussieht einfach. Einfach Strings darunter klatschen. Du kannst doch da keine Strings drunter klatschen. Tja, schwierig, ne? Ey, du kannst doch keine Schnur hier irgendwo hinpacken. Strings auf Strings setzen und die unteren Strings dann einfach wegmachen. Okay, was meinst du mit Strings? Die Spinnenfäden sind Items. Kann man die mittlerweile platzieren? Kann ich mir nicht vorstellen. So. Aber wir können ja schon mal hier. Dann nehmen wir Bruchstein. So. Und hier den Boden müssen wir dann quasi rausarbeiten. Wird für Redstone gebraucht? Ein Spinnenfaden. Hatten in Folge 12 oder 13 sowas gelesen? Ein Webrahmen? Ja, es gibt für Banner. Aber Banner kannst du auch nicht legen, glaube ich. Okay, ey, das macht gerade meinen Kopf ein bisschen kaputt, um ehrlich zu sein. Okay, probieren wir es mal damit, Leute. Haben wir eigentlich eine Werkbank in unserer Hütte?
Nee, aber ein Zombie vor der Tür. Also das mit den Fäden, das ist mir echt neu, Alter. Aber das ist ein geiler Hinweis. Das ist ein echt geiler Hinweis, ey. So, pass auf. Dann bauen wir das hier noch kurz. Ja, dann haben wir hier mal einen ordentlichen Weg nach unten. So, haben sich ja einige schon gewünscht mittlerweile. Genauso wie sich gewünscht wurde, es wäre total toll, wenn es eine Mod geben würde. Wenn es eine Mod geben würde. Will kein Stein mehr? Okay, da brauchen wir gebrannten Stein für. Haben wir keinen gebrannten Stein mehr? Doch, haben wir. Und zwar, wenn es einen Mod geben würde. Fuck you. Wodurch Türen automatisch aufgehen würden. Da hast du deine Mod, lieber Hank. Ja? So einfach moddet man. Es gibt halt diese Druckplatten. Nicht schlecht, wa? Nicht schlecht. So, und jetzt schauen wir mal, wie wir es irgendwie hinbekommen und ob man das krass sieht. Weil dann ist ja ein Block tiefer, wäre ja alles voll mit Spinnfäden. Was haben denn diese Spinnfäden jetzt eigentlich für einen Sinn? Außer das, was wir jetzt damit versuchen. Erklärt mir mal. Weil für Redstone, da weiß ich jetzt nicht, wozu ich da dann Spinnfäden bräuchte. Jetzt wäre es halt super geil, um Signal, aber das mache ich doch mit Redstone. Es wäre halt super geil, wenn man jetzt einstellen könnte. Dafür müsste ich ja eigentlich bloß in die Grafikdatei rein, obwohl, ich habe gerade überlegt, ich könnte natürlich einfach im Texture Pack selbst den Faden, also die Textur für den Faden einfach wegmachen, dann hätten wir da einfach einen durchsichtigen Faden. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob wir das aus Versehen irgendwann weghauen. Wenn wir es nicht sehen, weißt du? Und das ist halt das Problem, was ich da an der Sache sehe. Dass wir da sowas dann haben. Ist nicht so geil, ne?
spannst das zwischen zwei Haken. Und sobald was durchläuft und eine Lore fährt, dann wird das getriggert. Ach ja, stimmt, Stolperdraht. Ist auf jeden Fall super. Also muss ich sagen, richtig, richtig gut. Aber mich stört das, dass man da, dass das so aussieht. So, lass mal gucken. Wir brauchen noch ein Lagerfeuer. Wurde übrigens in die Kommentare geschrieben, dass ich hier oben eingeben kann, was wir suchen. Das ist mir natürlich eigentlich bewusst. Was fehlt denn? Holzkohle fehlt. Aber wir haben noch irgendwo da hinten, haben wir noch ein Lagerfeuer brennen, ne? Lass das mal einfach wiederholen. Da, wo wir die Bienen abgefackelt haben. Eigentlich müssten wir es ja, glaube ich, sehen, ne? Wahrscheinlich sehen wir es nicht. Wahrscheinlich finden wir auch gleich nicht mehr nach Hause. Ich glaube, wenn es Nacht wäre, dann hätten wir eine größere Chance, das zu finden. Aber irgend so ein Birkenbaum am Wasser. Wo genau jetzt? Wahrscheinlich irgendwo da hinten. Scheiße, wir haben keinen Eimer. Wow. Wir haben keinen Eimer bei. Oh, wirklich schwerer Satz, den ich mir da ausgesucht habe. Sonst hätten wir jetzt ein paar Fische vielleicht fangen können. Ihr habt ja gesagt, die kann man einfach mit einem Eimer fangen. Und... Holy shit! Man kann das nicht abbauen? Das ist ja krass, man kann das gar nicht abbauen. Tja, hätten wir es vorher gewusst, dann hätten wir uns das jetzt gespart, Leute. Ich weiß übrigens nicht, ich weiß gar nicht mehr, wer mich das gefragt hatte, aber der hatte gefragt, einer, ob das das Update ist, wo auch Panda-Bären drin sind. Und ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal irgendwie im Livestream besprochen hatten oder so. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich hab keine Ahnung. Und dann hat sich jemand gefragt, ob wir in den Nether gehen. In den Nether will ich tatsächlich erst sehr, sehr spät. Aus einem bestimmten Grund, denn eigentlich warte ich natürlich aufs nächste Minecraft-Update und will dann mit unserer Stadt quasi ins Minecraft-Update umziehen. Ich hoffe, dass da alles funktioniert. Und dann erst in den Nether, damit dann erst der Nether generiert wird, denn das nächste Update ist natürlich dieses Nether-Update, wo übelst viel Stuff dazu kommt. Folge 12 oder 13 hatten Pandas erwähnt. Die kamen und haben sich erwähnt? Freaks. Wir müssen hier noch einen Weg machen.
Aber ich habe doch Kohle. Warum kann ich denn dann... Verarscht mich doch, oder? Er bin doch nicht blöd, oder? Der hat mir doch angezeigt, dass ich es nicht herstellen kann. Obwohl ich doch... Ich habe doch jetzt nichts Neues bei, oder? Boah, gebt ihr das? So, dann platzieren wir jetzt dieses Lagerfeuer da. Wir werden diese Fischerhütte wahrscheinlich im Laufe des Let's Plays 4000 Mal umbauen. Gebt euch das. Boah, sieht das krass aus? Man kann es gar nicht so richtig genießen. Weil man weiß, dass von irgendwo kommt Böses auf uns zu. Leute! Wie es hier weitergeht, das könnt ihr sehen und zwar in der nächsten Folge von Minecraft. Hier im Livestream kann es gerne noch eine Folge weitergehen, wenn ihr noch Bock... Wow! Wenn ihr noch Bock habt, Alter, lasst mich gerne wissen. Und du auf YouTube hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.